Diese Tasse hatte ich noch vor knapp 3 Wochen. Seitdem gab es viele spannende Tauschaktionen, auch mit prominenter Unterstützung. Ich bin gespannt, wie weit ich es heute schaffe. Hier treffen sich Freunde. Fischhaus, Sushi-Bar. Darf ich vorstellen? Mein Bild von Tollmann. Vor allem ziemlich groß ist es. Ich will es eintauschen, jetzt habe ich es dabei. Hans-Joachim Holzschoppen wartet schon drauf. Ich werde es gleich zum Hochbringen und kriege von ihm einen noch tolleren Tollmann, der aber wenigstens kleiner ist, also leichter zum Tragen. Den Tausch wollen wir jetzt besiegeln und perfekt machen. Und deswegen versuche ich jetzt mal, mein Ziel zu erreichen. Ups, Entschuldigung, Verzeihung. Ich würde echt gerne mal wissen, was dieses Bild wiegt. Guten Tag. Kennt ihr einen Holtmann? Tollmann meine ich. Herrn Holtschoppen suche ich. Hallo, grüß Sie. Hallo, ja, guten Tag. Wie geht's Ihnen? Gut, gut. Ich bin bis aus der Puste, muss ich sagen. Ganz schön schwer. Wollen Sie mal Test tragen? Der hat's in sich, oder? Da ist er. Mein Tollmann. Herr Holtschoppen ist gar nicht hier, oder? Jetzt momentan nicht. Ein wichtiger Termin ist dazwischen gekommen. Wichtiger geschäftlicher Termin. Richtig. Eingetroffen. Da wollen wir nicht stören. Viel wichtiger ist auch noch das Bild, ne? Herr Holtschoppen, allen Ehren, aber das Bild ist ja das, was ich brauche. Ich weiß. Der andere, der tollere Tollmann quasi. Wo ist denn mein neuer Tollmann? Genau. Sie wollten noch mal was arrangieren, glaube ich, ne? Wir hatten ja mal darüber gesprochen, ob es eine Möglichkeit gibt, den Künstler selber zu treffen, weil ich auch gesagt habe, okay, jetzt habe ich Tollmann zu Tollmann getauscht, das schreit einfach mit danach, den Künstler persönlich zu treffen. Da müssen wir mal gucken, ob das jetzt klappt oder nicht klappt. Was ich weiß, und das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, der Holzschoppen hat es geschafft und hat einen Termin vereinbart für heute Abend. Oh, okay. Da können Sie Herr Tollmann selber treffen. Moment. Okay. Nehmen Sie dann bitte das weg. Jetzt bin ich gespannt. Okay, das Buch kenne ich, das hatte ich schon öfter in der Hand, genau. Da ist ja auch das Bild drinnen, ne? Das Relief. Bisschen kleiner, leichter zu tragen, aber deutlich schwerer im Wert. Preis. Also, fasse ich zusammen. Wir tauschen jetzt Tollmann-Bild gegen Tollmann-Foto, was später wieder zu Tollmann-Bild wird bei Tollmann. Richtig. Okay. Richtig. Ja, das wird ein toller Tag. Dann sage ich Hand drauf. Bitte. Und vielen Dank. Und dann bin ich sehr gespannt auf das Bild nachher und auf das Treffen mit dem Künstler im Atelier. Vielen Dank für das Arrangieren. Bitteschön. Und kann ein schöner Platz werden, zum Beispiel hier oben. Ne? Viel Spaß damit. Zu diesem Tausch gehört ja schon eine große Portion Vertrauen. Ich habe meinen großen Tollmann dagelassen für ein einfaches Buch. Aber ich vertraue jetzt mal darauf, dass das alles klappt, das andere Bild irgendwann beim Künstler Tollmann ankommt und irgendwie kennen die sich auch alle untereinander. Und ich habe gerade noch einen heißen Tipp mit auf den Weg bekommen. Besuche nie den Künstler Tollmann ohne eine gute Flasche Wein. Also, ich habe noch eine Mission, bevor ich dahin fahre. Gut, dass der Laden gleich so nah ist. Hallo, schönen guten Tag. Ich merke schon, hier gibt es viel zu holen. Einiges. Ich bräuchte noch einen guten Wein. Ist das ein guter? Ja. Ja? Ja. Wird ihm schon schmecken, oder? Okay, ich nehme den mal mit. Sehr gern. Können Sie den so ein bisschen dekorieren? Einpacken. Ja? Mhm. Also gerne. Künstlerisch verarbeiten quasi. Ein bisschen Folie, ein bisschen Geschenkband. Sieht doch ganz gut aus. Wenn Ihnen das so recht ist. Sehr gut. Gebe ich Ihnen den sehr künstlerisch verpackt. Ich sehr gerne. Vielen Dank. Ja, danke auch. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ich hoffe mal, und dass Ihnen der schmeckt. Ich würde mich freuen, wenn Sie wiederkommen. Sehr gerne. Danke. Auf Wiedersehen. Schönen Abend. Tschüss. So, der Chablis ist eingepackt. Ich hoffe, das wird Markus Tollmann fröhlich stimmen, denn ich weiß gar nicht, wie ist das eigentlich, wenn man Künstler sein eigenes Bild zurückbringt. Ist auch eher suboptimal, oder? Mal gucken, wie er reagiert. Auf jeden Fall bin ich bestens vorbereitet. Habe ich auch extra nicht rasiert. Weil ich dachte, vielleicht treffe ich ihn ja heute und er soll ein Fan von 3-Tage-Bärten sein. Und hat ja auch so ein bisschen was Künstlerisches, oder? Bin sehr gespannt, wie es wird. Ich bin auf dem Weg nach Jüchen. Hier arbeitet und lebt der Künstler. Ich höre da was. Stimmen aus dem Nichts. Hat er einen Hund gebellt? Ich hoffe nicht. Zu so einem Ruf gehört immer doch dann Hund gebellt. Oh Gott. Hallo. Hallo, Herr Tollmann, ja. Jens Eber, ich bin der Tauschreporter, ich grüße Sie. Tag. Hallo, ich dachte, ein kleines Begrüßungsgeschenk habe ich dabei. Ich habe mir sagen lassen,
Sie stehen auf sowas? Ja, so ein Wein geht immer, ne? Einer war immer. Natürlich. Einer geht immer. Ja, schön, dass es klappt. Vielen Dank, dass ich vorbeikommen darf. Gerne. Hallo. Hallo, ich bin Jens. Du bist? Elia. Hallo, Elia. Hallo, Felix. Jens Ebert. Hallo, hi. Man merkt, man kommt ins Haus eines Künstlers, ne? Die Musik schallt durch die Hallen, ne? Jimmy Scott ist das. Oh, das sieht ja toll aus. Meine hier. Gattin hier. Schauen Sie mal um hier. Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Hallo, Jens Eberl, grüß Sie. Oi, 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 oi. Da bist du so gut. Ich bin gleich geflasht. Ja, du bist, ne? Aber habe ich es nicht gesagt? Der Mann steht auf Bart. Ja, mittlerweile. Ja. Ich fand mir das Mikrofon ein bisschen angepasst. Ja, nicht schlecht. Was war das mal hier früher? War das irgendwie ein Bauernhof? Das war eine Scheune hier. Das ist ein Kloster gewesen. Ja. Vierkanthof, der als Reiterhof umfunktioniert wurde. Und jetzt ist das dem richtigen Ursprung wieder zugeführt worden. Also ein Kloster und ich danach, das ist eigentlich in Ordnung. Das ist eine ideale Kombination, muss ich sagen. Etwas andere Gäste da als früher, aber ist auch ein bisschen mehr los. Die letzte Party, die wir hier gemacht haben, waren mit 200.000 Gästen. Ein Wahnsinnsanwesen und beeindruckende Werke. Aber ich möchte nicht wissen, wie hoch Markus Tollmanns Heizkosten hier sind. Was erzählt dieses Bild für eine Geschichte? Das ist ein Selbstporträt von mir gewesen. Das ist in den 90ern eigentlich entstanden. Sie schauen aber nicht so glücklich. Nee, das war eine ziemlich wilde Phase. Was war da passiert? Ich war mit Zauberern befreundet in der Zeit und Artisten. Ich hab durchgehend gemalt. Manchmal sogar ein Jahr lang bin ich nicht aus dem Haus rausgegangen. Durchgehend gearbeitet. In meinen Bildern drin sogar so. Und hab auch mit gar keinem mehr so Kontakt gehabt. Die kamen alle zu mir, die Leute. Okay. Das ist jetzt auch ähnlich hier. Das findet ja auch wieder so statt. Dass die Leute hierher kommen, anstatt umgekehrt. Markus Tollmann hat das Talent von seinem Vater geerbt, wuchs in Künstlerkreisen auf. Schon als Siebenjähriger malte er mit Picasso. Mit 15 bekam er private Zeichenstunden von Josef Beuys. Er gilt als einer der deutschen Künstler der Gegenwart. Da fällt uns doch was ein, würde ich sagen. Ja? Da fällt uns ein bisschen an. Ich denke mal, damit der Name sich mal ändert, würde ich mal sagen, nehmen wir vielleicht einen befreundeten Künstler, der auch sehr groß ist im Fotobereich. Da würde ich mir Dieter Blum einfallen, weil ich sehr gut mit ihm befreundet bin. Wir haben sehr viel getauscht. Aus der Marlboro-Werbung sind von ihm, die er komplett gemacht hat. Oh, der Cowboy. Der weltbekannte Cowboy. Oder Paul McCartney. Okay. Das ist auch aus dem Buch von ihm. Da habe ich hier ein Buch dabei. Ich meine, Dieter Blum ist ein sehr bekannter Name. Sehr bekannter Name. Was, wie ist sowas einzuordnen vom Wert her? Vielleicht sowas Stück 20.000 vielleicht so. Ja, aber. Was ist das hier eigentlich? Das ist ein Porträt von Werner Mang. Von Werner Mang, dem Schönheitschirurgen Mang. Ja, ich habe das auch vor der Kamera mal gemalt. 4,5 Minuten. Schnellschuss. Das Bild in 4,5 Minuten gemalt. Ja, Schnellschuss, ja. Nein. Ja. Sie haben das in 4,5 Minuten gemalt? Live. Ist ja live. Die Kamera, die hat wahrscheinlich auch einen Zähler gehabt, so einen Zeitzähler. Das kann man wahrscheinlich genau darstellen. Das glaube ich nicht. Doch. Tollmann scheut nicht den Beweis. Mal eben aus dem Ärmel zeichnet er ein Porträt von mir. Und tatsächlich, in wenigen Minuten ist er fertig. Ein echtes Kunstwerk. Aber jetzt will ich den Tausch perfekt machen. Ich will die Cowboys und Sir Paul McCartney. Das ist quasi das Bild, das wieder zu Ihnen nach Hause kehrt. Ja. Gebe ich Ihnen. Ich nehme die Bilder mit. Und ich gebe das andere Buch. Und genau, ich nehme das andere Buch. Dann sage ich, Hand drauf. Ja. Vielen Dank. Bitteschön. Und dann nehme ich die Bilder mit. Rund 40.000 Euro sind die Fotos wert. Das heißt, ich habe mich wieder im Preis gesteigert. Klasse. Und dann haben Markus Tollmann und seine Frau Melanie noch eine Überraschung für mich. Tollmann will denjenigen, der am Ende unseren letzten Gegenstand in der Tauschserie ersteigert, auch noch porträtieren. Das ist der Wahnsinn. Es geht weiter morgen und bin sehr gespannt, was aus den Bildern dann morgen wird. Das dann morgen beim Tauschreporter. Vielen Dank nochmal. Gerne. Und jetzt halte ich den Mund, weil ich bin sprachlos.